Herzlich willkommen, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir haben leider heute wieder mal ein trauriges Thema. Zwar ist die gute Dr. Carrie Madey, wird sie glaube ich ausgesprochen, nicht verstorben, Gott sei Dank nicht. Trotzdem hatte sie einen Flugzeugabsturz und ist auch verletzt. Und darüber wollte ich mit euch sprechen, denn sie spielt in dieser ganzen Pandemie eine schon sehr entscheidende Rolle. Und welche das genau ist, und was genau passiert ist, erkläre ich euch wie immer nach dem Intro. So, hallo zusammen. Gestern hat mich dieser Artikel erreicht, Natural News von Mike Adams. Da schaue ich ja jeden Tag rein. Und zwar ist die Dr. Carrie Madey mit ihrem Flugzeug abgestürzt. Zunächst mal möchte ich euch aber erzählen, wer sie noch nicht kennt, wer diese Frau überhaupt ist, was sie gemacht hat. Also Dr. Carrie Madey ist eine amerikanische Ärztin für osteopathische innere Medizin, die traditionelle und ganzheitliche Medizin für optimale Gesundheit miteinander verbindet. Sie leitet auch zwei große medizinische Kliniken in den USA. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung war sie schon immer von Impfstoffen fasziniert und hat ihr Leben damit verbracht, sie zu studieren. Also sie hat auch an hochkarätigen medizinischen Konferenzen teilgenommen, wo die typischen, ja, diese Professoren ihre Pläne für die Menschheit dargelegt haben und auch erklärt haben, wie Coronavirus-Impfstoffe dazu dienen, uns zu genetisch veränderten Organismen zu machen. Und da ist die natürlich hellhörig geworden. Ja, und weil sie befürchtet, dass natürliche organische Menschen in Gefahr sind, praktiziert sie nicht mehr als Ärztin, sondern widmet ihre Zeit der Aufklärung anderer über Impfstoffe, Nanotechnologie und Menschenrechte über verschiedene Plattformen und Vorträge. Und sie ist auch Mitglied der Vereinigung Stop World Control. Und da erklärt sie, dass die neuen Impfstoffe den Prozess des Transhumanismus einleiten sollen. Also es gibt auch ein Interview von ihr in dem Film Planet Lockdown, werden wahrscheinlich die meisten kennen. Hier jetzt mal ein Zitat von ihr. Die Covid-Impfstoffe sollen den Prozess des Transhumanismus einleiten. Sie enthalten biosensorische Nanomaschinen, die die menschliche DNA verändern und den Verstand der Menschen kontrollieren sollen. Also wisst ihr jetzt ungefähr, für was sie sich eingesetzt hat, was sie herausgefunden hat, auch durch ihre Erfahrung über 20 Jahre und einfach den Mund aufgemacht hat. Ja, und wenn man so die letzten Jahre verfolgt hat, was mit Menschen passiert, die den Mund aufmachen, also auch schon vor der Pandemie, geselbstmordet, sage ich nur, oder sonst was, wird man dann bei so einer Meldung einfach stutzig und hellhörig. Und das bin ich auch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und deswegen mache ich auch dieses Video, weil es wichtig ist, dass man dieses alte Weltbild mal aus sich rauskriegt, dass so, ja, im Hintergrund solche Sachen gegen einen laufen würden, das wäre ja absurd und wir sind ja nicht im US-Kino und was weiß ich. Nein, sowas läuft wirklich. Da bin ich fest davon überzeugt. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, was passiert ist. Also am Sonntag, den 26.06.2022, war sie mit der einmotorigen Piper PA-24 unterwegs. Das ist ein ganz kleines Flugzeug, blende ich euch mal ein. Mit ihrem Freund zusammen. Und sind dann, also kurz vor Ankunft, abgestürzt wegen eines Motorschadens. Das Ganze wird jetzt von der FAA, das ist die Federal Aviation Administration, untersucht. Bisher gibt es aber wohl noch nichts, außer dass sie sagen, Triebwerksschaden. Ja, und da sind sie dann in der Nähe, also des Landefelds, Roosevelt Memorial Airport in Warm Springs, da sind sie dann runtergekracht. Also sie erlitt mehrere Brüche. Ihr Freund hat sich, über Englisch übersetzt, den Rücken gebrochen und einen Schädelbruch. Und jetzt habe ich hier noch eine SMS von ihr aufgetrieben und übersetzt und die würde ich euch gerne zeigen. Also sie schreibt einem Freund, dass es ihr Flugzeug war, dass sie auf dem Rückflug war, von einem Treffen mit Gleichgesinnten
an diesem 26.06. Ja, der Motor, Triebwerk ausgefallen. Keiner weiß warum. Also sie sind wohl erst gut geglitten, also sie gleiteten und dann ist die Drehzahl in Sekundenschnelle auf Null gesunken und das Flugzeug auch wie ein Stein. Und sie versteht das gar nicht. Sie wundert sich, dass sie überhaupt noch am Leben sind. Also sie muss noch alles verarbeiten. Ihr Gehirn ist wie benebelt, schreibt sie. Sie wird uns später aufklären. Sie ist immer noch auf der Intensivstation in Atlanta, aber sie sagt, sie erholt sich gut. Dann hat sie im linken Unterschenkel, der ist wohl gebrochen, 5 Wirbel, Wirbelfrakturen, Prellungen am ganzen Körper, ein schönes Pfeilchen, Schienbein und Wadenbein waren sauber durchtrennt und verschoben, sodass der Fuß um 120 Grad in die falsche Richtung zeigte. Ja, das ist krass. Ja, ein paar Sanitäter haben, die kamen dann, es dauerte 30 Minuten, bis sie die gefunden haben. Sie hat ein Telefon gefunden, um den Standort durchzugeben. Ja, die sind halt gegen Bäume geprallt, weil es nicht anders ging. Billy, wohl ihr Freund, der fand so eine Art Holzfällerspur und da sind sie dann darunter gekracht. Sonst wäre es wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, wenn die Bäume die nicht aufgehalten hätten. Ja, es war ein weiteres Wunder an sich, schreibt sie. Ja, dann ist Wi-Fi ausgefallen, Telefon überhitzte sich, eine Sache nach der anderen. Ja, sie hörte dann Stimmen aus einem Megafon und schrie dann Hilfe, so laut wie noch nie in ihrem Leben. Und Billy, ihr Freund, der geflogen ist, der hat 20 Jahre Erfahrung als Pilot, muss man im Hinterkopf behalten. Und er litt eine Schädelfraktur, Gesichtsfrakturen, eine T10-Fraktur und er hatte LOC, das weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Ja, und zum Schluss schreibt sie noch, Gott sei Dank, keine Hirnblutung, Gott sei Dank. Okay, hier ist jetzt die SMS zu Ende. Also unter info@carriemayday.com kann man sie anschreiben, um weitere Informationen über die Situation zu erhalten. Jemand von der Website wird sich mit allem, was er über ihren Zustand weiß und allem, was über die Ermittlungen, bekannt ist derzeit, dann sich bei euch melden, laut dieser Webseite, laut Natural News und sonsoflibertymedia.com, die schreiben das auch. Also sie persönlich nicht, weil sie auf der Intensivstation ist, aber man kann da mehr erfahren. Ja, hoffen wir das Beste für sie, dass sie sich schnell erholt, dass keine Komplikationen auftreten, auch für ihren Freund, den Billy, dass dem auch bald wieder besser geht. Und ja, was soll man da sagen? Natürlich, wenn man viel fliegt, kann schon mal was passieren, aber es sind halt immer diese Zufälle und ich glaube persönlich nicht an Zufälle. Und wenn man gerade beobachtet, was gerade so abgeht, so ja, seit dieser Pandemie hauptsächlich am krassesten, was alles passiert, dann glaubt man noch weniger an Zufälle. Ja, liebe Freunde, passt auf euch auf, kann ich euch nur raten, muss ich auch, muss jeder. Und wie gesagt, denken wir an die Dr. Carrie Madey, beten vielleicht für sie dass ihr und für ihren Freund, dass ihr bald wieder besser geht. Ja, das war's von mir schon an dieser Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen aufklären über die Situation. Falls da irgendwas Brisantes rauskommen sollte, werde ich das natürlich weiter entweder als Video oder in Telegram dann ein Update posten. Ganz einfach. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute, alles Liebe und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Euer Alex.